Ja, zunächst einmal Kompliment an denjenigen, der diesen Einfall hatte mit dieser Aktion. Finde ich absolut klasse. Es geht hier ums nackte Überleben. Wenn wir natürlich ganz ehrlich sind, geht es jetzt nicht mehr ums Überleben, denn jetzt ist eigentlich schon so gut wie alles klar. Und wirklich Kompliment für die vergangenen Wochen, was da geleistet worden ist, finde ich aller Ehren wert, finde das absolut super und bemerkenswert und richtig klasse. Jetzt geht es so ein bisschen um mehr, jetzt geht es so ein bisschen Mut schöpfen für die nächste Saison, positive Akzente entwickeln für die nächste Saison und positiv nach vorne gucken. Deswegen ist also auch der Wiesbadener, der Taunussteiner gefragt, jetzt in den nächsten Wochen bis zum Saisonende die Mannschaft zu unterstützen und Mut zu geben für die nächste Saison. Und da muss der Fokus jetzt drauf liegen, dass man Mut schöpft für die nächste Saison und da Ziele angreift. Das Ziel muss einfach heißen, vorne mitspielen und versuchen, wieder hochzukommen in die zweite Liga, denn da gehört der Verein eigentlich hin, auch wenn die Tradition sicherlich bei anderen Vereinen vielleicht größer ist, aber man muss an die Zukunft denken und diesem Verein gehört die Zukunft und da muss der Weg hingehen. Das heißt also, alle gemeinsam anpacken, malochen für die zweite Liga.